So hübsch wie sie ist, diese kleine Fliege. Sie ist bei den Landwirten und Gemüsebauern gar nicht beliebt, weil sie schädigt wirklich den Lauch und den Schnittlauch. Die Larve und die Fliege? Ja, beide zusammen. Ja. Das heißt, wenn sie in Massen auftreten. Ein Pärchen oder sogar mehrere Schwarzkopf-Schwebfliegen. Die sieht man sehr viel, die sind wirklich weit verbreitet, auch bei uns. Ja, im Frühling. Man trifft sie fast überall, ja. Sie sind etwa so 10 mm groß. Und sie genießen ihre Mahlzeit. Ja, es sind photogene Schauspieler. Ja. Und was auch sehr hübsch ist, ist die blaue Kelle auf der Seite. Ich habe mal gelesen, diese dient im Flug, um die Position zu bestimmen. Also, um zu navigieren. Navigieren und ihre Fluglage zu bestimmen. Und hier haben wir ein hübsches Teichhuhn. Genau, oder man sagt auch eine Teichralle. Bei uns hier haben wir etwa 2000 Paare. In der Schweiz. In der Schweiz, ja. Ja, diese ruft nach ihrem Partner. Und sie sind Allesfresser. Samen, Gras, Insekten, Schnecken, Würmer. Ja, nicht sehr wählerisch. Dann sollten sie eigentlich verbreiteter sein in unserer Gegend. Ja. Vielleicht fehlt es ihnen an Brutplätzen. Das ist ein Junges, zwei Junge. Ja. Drei Junge. Sehr flauschig, ja? Die Kleinen. Sie sind doch süß. Ja. Sie haben eben auch viele Feinde. Ja, Möwen, Mäuse, Bussarde, auch Katzen und Hunde oder Igel. Igel? Ja, die Eier fressen, ja. Ja. Diese hier hat ein Brotstück erhascht. Jemand hat sie gefüttert. Sie bringt es sofort dem Jungen. Sofort dem Jungen. Der will nicht heilen. Ab in die Büsche. es ist der Papa und Mama. Ja. Sind beide dabei mit den Jungen zusammen? Ich denke, man kann sie nicht unterscheiden. Also ich könnte das einfach nicht. So. Ich auch nicht. Vielleicht. Also die Hübschere ist die Mama sicher. Vielleicht ist eines ein bisschen größer, aber ich kann sie nicht unterscheiden. Wie der Kleine. So süß, wie er bettelt. He? Mhm. Mit seinen Stummelflügeln. Ja, ein kleines Bulle. Bekommt er etwas, oder doch? Ich denke schon. Aber sie gibt ihm etwas. Ja. Oh, ist er hungrig. Und er hat schwarze Füße. Die Jungen haben noch schwarze Füße. Und die Alten oder die Erwachsenen haben
die grünen. So grün-gelbe. Ja. Er lernt auch aufzulesen, was es am Boden alles so gibt. Ja, beide Eltern sind, ja, sind dabei. Sie bleiben einfach während der Brutzeit zusammen. Sie sagen dem eine monogame Saison-Ehe. Mhm. Und sie können bis zu 3 Bruten pro Jahr. Das Männchen hat den Hilferuf vom Weibchen gehört, auf der anderen Seite. Und es ist, das Männchen ist sofort zu ihm geeilt. Und hier sehen wir die Ursache, das Blasum, das hat ein. Ich denke, das ist Kopfsalat, das ist da erwischt. So aus, ja. Also stellt überhaupt keine Gefahr dar. Aber das Blasen fühlt sich belästigt. Das Revier muss verteidigt werden. Ja, nein, sein Salat. Da sind die Jungen schon etwas älter. Sie sind fast erwachsen. Nein, fehlt nicht mehr viel. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Waren das 4 oder 5 Wochen später? Das weiß ich auch nicht mehr. Sie können übrigens bis zu 8 Jahre alt werden. Ja. Und wie viele Eier legen sie? 4 bis 11. Und sie können bis zu 3 Bruten haben. Pro Jahr? Pro Saison. Ja. Aber dann müsste es eigentlich viel mehr von ihnen geben. Ja, eben, sie haben eben viele Feinde. Und 8 Jahre alt sei eher selten. Ah, ja. Ja, ich möchte mich da nicht mehr ganz groß äußern, aber das, Sie kennen das, das ist ein fauler Schmetterling, der nicht arbeiten will. Der schöne Admiral. Ja, der seinen Vertrag nicht einhalten will. Er hat gesagt, dass er einen Subunternehmer angestellt hat, aber naja. Jetzt überwintern sie übrigens bei uns. Früher sind sie über die Alpen geflogen. Also recht gute Flieger. Ja. Aber jetzt, da das Klima bei uns wärmer ist, bleiben sie bei uns. Aber die Larven, die bräuchten eigentlich Brennnesseln. Und Brennnesseln werden bei uns immer umgehauen. Immer seltener, ja. Ja. Und der gebänderte Fallkäfer. Ja, er fällt noch, oder? Ja, aber das machen ja viele Käfer. Wenn sie in Gefahr sind, dann lassen sie sich fallen und stellen sich tot. Ja. Er ist ein kleiner, 3 bis 4,5 Millimeter. Ja, wir haben ja. Oh, schau mal. Ja, er wurde engagiert. Er wurde als Subunternehmer engagiert, überredet, aber er arbeitet nicht. Na gut, vielleicht ist er wirklich zu klein, aber die Schmetterlinge sind wirklich fiese. Fiese Flügler. Oh, der arme kleine Kerl muss arbeiten. Ah, das wär's. Bis später. Bis dann.